Also den Zuschauer erwartet vor allen Dingen eine furiose Martina Gedeck, die sich in diese Rolle hineingeworfen hat, als gelte es ihr Leben. Und das alleine, glaube ich, lohnt sich schon, eine solche Schauspielerin zu sehen, die wie früher Robert De Niro einen Boxer wirklich gelebt hat, indem er mit Boxern zusammen gelebt und gearbeitet hat. So hat sie eben das Klavierspielen gelernt und Tag und Nacht mit drei Lehrern und unablässig, während des Drehs noch hatte sie, ständig saß sie vor dem Klavier. Alle drei sind sehr, sehr glaubwürdig. Sie entsprechen mehr oder weniger dem Mythos, den man sich von den Figuren macht, aber gleichzeitig sind sie wirklich auch menschlich, wirklich glaubwürdig. Sie sind nicht irgendwie Schauspieler, die irgendeinen berühmten Menschen spielen, sondern sie sind wirklich, sie verkörpern diese Leute. Sie haben sich intensiv mit den musikalischen Werken auseinandergesetzt. Das gilt für Frau Gedeck, das gilt für Pascal Gregory und das gilt auch für Malik Sidi. Sie haben das wirklich verinnerlicht und das spürt man, glaube ich, im Film. Das ist ein Projekt, was ich seit 12 Jahren habe und vielleicht sogar noch viel länger, denn um viele Ecken bin ich selber mit Johannes Brahms verwandt. Das heißt, diese Musik ist irgendwie auch in meinem Leben, spielt eine wichtige Rolle, speziell die Musik von Brahms, aber natürlich auch die Verwandte von Schumann. Und ich habe eigentlich immer gewusst, wie wichtig Schumann für Brahms war, dass er eigentlich derjenige ist, Schumann ist derjenige, der Brahms zu dem gemacht hat, was wir heute unter Brahms verstehen. Das sind zwei gegensätzliche Temperamente, das sind beides Romantiker, sie entsprechen diesem Bild der deutschen Romantik, was das Ausland von der deutschen Romantik hat. Das ist das Sehnsüchtige, das ist aber auch das Düstere, das ist aber auch das Schöne, einfach die Schönheit des Gefühls. Robert Schumanns Faszination für Clara war sicher der, dass er als junger Mann sehr attraktiv war. Er war ein richtiger Beau, er hatte sowas. Natürlich daneben und neben der Liebe, wie auch immer, war das ganz große Gefühl von ihr galt auch seiner Musik. Die liebte sie wirklich, die liebte sie sehr. Und die verstand sie auch. Sie gehörte zu den wenigen, die von Anfang an verstanden haben. Der junge Johannes war für sie nochmal wieder das Gefühl, was sie so mit Robert am Anfang gehabt hatte. Das spielt, glaube ich, im Leben jedes Menschen eine große Rolle, so eine Wiederkehr der Ereignisse nach bestimmter Zeit. Also bei mir jedenfalls ist es so und bei vielen Menschen, mit denen ich so spreche, scheint es auch so zu laufen, dass man bestimmte Dinge immer wieder erlebt. Aber bei Brahms war es natürlich so, dass es ein ungeheures Talent plötzlich wieder war. Eins, das ich wirklich mit Robert messen konnte in jeder Hinsicht. Und es war dieses Kind fast noch. Also sie konnte mit ihm so ein Verhältnis haben, wo sie immer sagen konnte, er ist ja wie mein ältestes Kind. Das sagt sie im Film ja auch, nicht? Aber wo sie gleichzeitig natürlich eine große erotische Beziehung zu aufbaute. Es geht in dem Film um Musik. Musik ist dem Film am verwandtesten, weil Musik, genau wie Film, sich nur erkennen lässt in der Zeit, in einer Zeitdauer. Sie können ein Bild anschauen, das ist da, Sie können weggehen und dann gehen Sie wieder hin und dann ist es wieder da. Einen Film können Sie nur erleben, wenn Sie von Anfang bis Ende gesehen haben. Ein Stück Musik können Sie nur verstehen, wenn Sie es von Anfang bis Ende gehört haben. Ich habe Martina wirklich, das hat sie auch mal gesagt und sie hat das komischerweise verstanden, ich habe sie wirklich behandelt, als wäre ich ein Mann und sie eine Frau und ich wäre in sie verliebt. Ja. Das ist etwas, was mir ganz wichtig ist, wenn ich mit einem Schauspieler so in so einer großen Rolle arbeite. Und ich habe auch also, weil irgendwo ist da so eine Schwingung dann, in der sich manche Dinge machen lassen, die sich sonst nicht machen ließen. Sie müssen, wenn Sie an jemanden so tief glauben, wie Sie an jemanden glauben, wenn Sie sozusagen ein Liebesgefühl für ihn haben, dann können Sie den fast mit Händen höher tragen. Vielleicht ist dieses Verhältnis, was Clara zu Schumann hatte, eins, was vielleicht doch in meinem Leben, in meinem Verhältnis zu Männern immer eine Rolle gespielt hat. Dieser Wechsel von wirklich
großen Gefühlen und positiven Gefühlen und negativen aber auch. Das hat bei mir immer eine große Rolle gespielt. Und vielleicht hat das eben bei Clara wie bei mir zu tun damit, dass wir versuchen, in einer Welt, die von Männern immer noch dominiert ist, weibliche Kunst zu machen.